Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich war noch nicht mal umgerät zu euch. Mein Gott, wie kann ich es wagen? In der letzten Folge sind wir auf Route 2 der Professoren begegnet, haben uns einen kleinen Kampf geliefert mit Hopp und einige Pokémon gefangen. Und ja, jetzt müssen wir zum Bahnhof. Wir wollen unsere Arena-Abenteuer hier starten. Wir wollen Arena und so hier weghauen, so wie ich das verstanden habe. Ah, nee, da ist so ein Turnier irgendwie, ne? Ja, keine Ahnung, läuft wahrscheinlich wieder ein bisschen anders wie irgendwie in anderen Spielen, keine Ahnung. Und ja, wir gehen jetzt mal zum Bahnhof, zu Hopp, zu Hopp, zu Hopp. Und ja, folgen den mal. Und dann, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Erbe. Mal sehen, du hast was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn los mit dir? Was? Bevor du anfängst, ein Team aufzuholen, ist so besser. Was? Ich habe ich habe mir von dem Weg bis Route 2 bisher jetzt nichts gefangen, aber trotzdem, boah, ich hasse diesen Typen. Der kannst du einen Pokémon Rückzug eine neue Attacke beibringen. Du kannst oft einsetzen, wie du willst. Die Themen habe ich übrigens mal von Delon geschenkt bekommen. Den Teil der Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie des Arena Challenge stattfindet. Fahren am besten direkt mit dem Zug hin, los geht's. So, aber erstmal gucke ich mal, ob ich die Attacke Koro beibringen kann. Ah, wunderbar. Das ist eine Spezialattacke, ne? Spezial. Hat Stärke 60. Das ist wahrscheinlich das Stärkste, was ich denen jetzt beibringen kann im Moment. 1, 2, Wlup. So, gut. Richtig gut, dass man TMs unendlich mal einsetzen kann. Hätten diese Funktion nie einführen sollen. Moment, ihr beiden. Also so bitte. Was machst du denn hier, Mann? Als du Chimpap von Delion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolia hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Okay. Diesen Set ist möglich in der Naturzone sowie in anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Ich kann kochen? Wie alt bin ich? Mit eurem Partner Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Außer stärkeren Pokémon. Danke, Mom, freut dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Da sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das noch mal vor, das gab es noch nie. Und was sagst Hopp? Dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Macht euch keine Sorgen um uns. Okay, dann mal los. Weil jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brich mir auf, Daniel. Alles klar. Dann können wir getrennte Wege gehen, ne? Komm. Muss ich mich jetzt echt die ganze Reise mit dir abklappern, Ede. Komm schon. Und um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Ja, das ist genau wie in echten Leben. Leute gucken nur auf ihr Handy. Die Naturzone ist total cool. Da treffen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Da streifen die verschiedensten. Außerdem kann man dort auch campen und angeln und total aufregend. Und Zeugs. Yay. Hi. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge, eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist es leider erstmal Endstation. Nee, die blockieren ja jeden Verkehr. Die haben, in Part 2 haben sie auch schon irgendwie eine ganze Straße blockiert. Da muss mal jemand was gegen tun, gegen die Dinger. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Wie meinst du das? Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder Daniel? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Ich will aber erstmal ein bisschen weitermachen, aber okay. Dann sag mal, kann es sein, dass du kurz mit einem bestimmten Pikachu auf Reisen warst? Ich wusste jetzt, als Pikachu als Partner ein Let's Go Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Pikachu mit auf ein Abenteuer. Was? Mit dem eiskalten Pikachu.
Warum? Je stärker die Elektrizität ist, die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine bekannten Backentaschen. Weil ich Pokémon Let's Go gespielt habe, oder was? Pikachu, das ich dir gegeben habe, ist etwas ganz Besonderes. Versuch es mal zu deiner maximieren. Gib dir mir eiskalten Pikachu, hallo? Darum habe ich jetzt nicht gebittet. Ja, das ist irgendwie so ein X, heißt halt irgendwie, das kann... Also nicht. Okay. Solo. Nicht schlecht. Ist ja nicht, ist ja, kann das sein, hat er das gleiche Wesen und all das hat, wie das, was ich hatte. Let's go. Ich glaube, da war nämlich auch Solo. So, du wolltest mir ein Evoli geben, oder? So, mal kann es das sein, dass du kurz mit einem bestimmten Evoli befreit warst? Nee, das muss ich mir eingebildet haben. Das hat sich erledigt. Ich vergesse es. Ich habe eigentlich Let's go Evoli, aber ich habe noch nie... Ich habe noch nicht mal aufgemacht, glaube ich. Also nicht. Wake. Je weiter du in der Zone vordringst, desto stärker wird ein Pokémon, den du dort begegnest. Wenn du Kampf schwierig kann hast, dann benutzt einfach eine Pokepuppe. Als 5 Pokepuppen. Ja, wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena schon immer weiter Fortschritt machst und die Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Ich bin... Okay. Meine Kinder geben Trainer, die ein Let's Go Abenteuer bestimmt haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Nee. Nein. Ich will doch nicht sitzen. Supermarkt, was möchtest du tun? Ja, was möchte ich tun? Was will, wer will überhaupt irgendetwas tun, ne? Okay. Ha. Kann ich irgendwie meinen Pikachu einlagern? Ich will nicht, dass er Erfahrungspunkte kriegt. Weil, oh, hi. Ist ein Trainer? Nee. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, kannst du machen. Ich will gerne meinen Pikachu einlagern, weil... Weiß ich nicht. Ich will nicht unbedingt, dass er irgendwie Erfahrungspunkte kriegt. Wer weiß, ob ich da irgendwie mal competitive benutzen will. Schau mal. Wart. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Das ist noch ein ganz Stück bis dahin. Wir gucken, wollen wir entdeckt werden, bevor wir die Stadt erreichen. Hey, das ist Asania. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nehmen wir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gegen sie auf Reisen. Was stellst du in dein Leben an? Wow, ganz schön. Das hat die Professorin gesagt. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, das ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann versuchen, die Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht und sie etwas herausfindet. Als Erwachsener hat man echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Kannst du mal aufhören, dazu sagen? Geht's mir echt auf die Nüsse gerade. Ich hoffe auch, Hopp weiß, worauf er sich einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von der Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamaximieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Bevor du die Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon-Box. Ich ermögliche jederzeit zurück auf die PO. Oh. Hm, genau das habe ich gesucht. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Pratsch, oder? Ich habe dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt bin ich in der Todzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Weil ich würde gerne mein Pikachu einlagern. Weil ich habe so das Gefühl, da ist genau das gleiche Pikachu, das man auch in Let's Go Pikachu nehmen kann. Und diese Let's Go Starter, die sind von Natur aus von den Werten her ein bisschen stärker. Und da wäre voll irgendwie Verschwendung. Irgendwie die schon jetzt zu trainieren und so.
Da, guck mal. War perfekt. Und was ich hier. Aber ich weiß ja nicht, ob ich komplett für irgendwie was machen will in dem Spiel, aber wäre voll Verschwendung. Ich mich jetzt nicht genau erklären, wie das geht, aber man muss bestimmte Pokémon bekämpfen, um bestimmte Werte zu erhöhen, und ja, da wäre absolute Verschwendung, wenn ich das jetzt machen könnte. Ja, hab schon. Keine Reaktion. So. Wohnwiese, Naturzone. So, hier sehe ich ein paar neue Pokémon. Ne, hier sind keine neuen Pokémon. Da ist ein About, da ist ein. Ich habe vergessen. Onyx! Finde seine Notiz. Die großen Pokémon in der Natur zu herumsteuern sind äußerst stark. Wenn du einen Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuche zu fliehen. Ja, was ist hier denn? Mir ist eine Notiz. Die KP der Pokémon werden aufgeben, wenn du im Kampf für sie kochst. Auch die AP, die sie benötigen, um Attacken auszuführen, werden wiederhergestellt. Ja, selbst kampffähige Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter. Sie tüftelt fleißig an Bärenbäumen und sammelt ganz viele Beeren. Der Bärenbaum, willst du ihn schütteln? Ja. Wir werden eine Pfirsichbeere. Zwei, zweimal weiter schütteln. Weiter schütteln. Warum sollte ich aufhören zu schütteln? Bitte schön. Ist irgendwie eine Chance, dass da irgendwie was Pokémon runterkommt oder so? Au. Anscheinend ja. Keine Ahnung. Hat irgendwie so ein Open World Gebiet, Level 10. Oh, nee. Autsch. Ja, das ist ja schon mal wieder ein bisschen mies, ne? Wir haben alle rumliegen, Amrina, Bären, Stibitz. Nein! Okay. Okay, da kommt kein Licht raus, aber das ist das. Pokémon-Nest. In der Natur findet man viele Pokémon-Neste, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainer gegen das Dynamax-Pokémon, das sich drin verbirgt, antreten. Weil jetzt 50 Watt. Was? Frage ist, ob ich das überhaupt machen will. Bist du ein Trainer? Bist du ein Ninja-Troll? Hallo, ich habe die feinsten Zutaten angeholt. Was darf es sein? Spaghetti, frittiertes Pilzmix. Spaghetti. Somebody touch my spaghetti. Das ist doch sowas von Ninja Turtle. Nein, na. Ich habe es an Land gezogen und das war etwas unglaublich Tolles. Für nur 100 Watt wäre ich bereit, mir mich von meinen tollen Fang an dich abzutreten. Greifst du zu? Ich habe aber nicht so viel. Aber da hinten habe ich noch so ein Ding gesehen, so ein Nest. Oder da. Ja, da ist irgendwie schon viel zu viel Freiraum, habe ich so ein Gefühl. So, geh mal hier nochmal. Ja, zuletzt kannst du bei den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst den rechten Stick und dann das hab ich schon. Ja, okay. So. Hey, du. Ja, schon weiterhin für dieses Pokémon. So gefühlt wäre irgendwie viel zu stark. Also irgendwie nicht, wo ich hingehen kann, ohne irgendwie auf die Phrase zu bekommen. Irgendwie. Hier, Rabauts, komm mal her. Rabauts. Da war voll dämlich. Weil Kuro ist ein. Ach, die sind alle so stark. Das ist ein Unlicht. Kampf ist effektiv gegen. Ich weiß nicht, ob Rabaut schon irgendwie Kampfattacken kann, aber rechte Hand. Ja. Was eine dämliche Attacke. Gut, komm her. Was? Also, wollte schon sagen, gut ist fehlgeschlagen. So, jetzt. Boom. Bitte nicht verbrennen, danke. Energiefokus, ja, damit rechte Hand noch stärker wird, ne? Okay, boom. Pokéball, flieg, flieg. Au! Okay.
Oh, was? Volltreffer. Okay. Das heißt wohl werfen. Oh. Oh, komm schon. Ist aber nicht mal am Wackeln, ey. Also komm her, jetzt aber. Haben schon ein Wackelbase 2. Danke. Na. Okay. Klasse, Rabauz wurde gefangen. Okay, null Angriff dazu bekommen. So, komm, es strotzt vor Energie. Um stärker zu werden, feuert es seine Gegner immer wieder raus, auch wenn es schon mehrmals verloren hat. Okay. Dann war hier noch, ich habe den Namen von dem Ding vergessen. Daniel. Oh Gott. Er ist voll auf mich zugestürmt. Er hat das gesehen. Ja, Flucht. Danke. So, nein, geh weg. Ich will nicht. Wir gegen dich, danke. Skoppel, genau. Ja, bei einigen älteren Generationen, neuere Generation meine ich, da wird es schon so ein bisschen schwieriger noch. Gott, der hat mich vor allem irgendwie an Mr. Popo erinnert. String Ball abridged. Hi. Okay. So. Mach dich alle. Warte, ich will dich nicht alle machen, ich will dich fangen. Pokéball flieg. Na? Alles klar. Ich scheine aber irgendwie nur alte Pokémon rumzulaufen, oder? Oder bin ich mir rein? Ah, mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bau zu graben. Cool. So, ich habe dann 100 Watt. Jetzt gib mir Watt dafür, bitte. Oh, diese Entschlossenheit, hier hast du einen tollen Fang, wie versprochen. Weil es 3 Perlen. Warum würdest du mir das geben? Es wird Zeit, den nächsten tollen Fang an Land zu ziehen. Und die ist abgehauen. So, da finden diese Dynamax-Dinger statt, oder was? Oh. Ein Wunschbrocken. Wirft man ihn in ein Pokédex, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Ein Mini-Pilz. So, weil nicht. Ich glaube, da oben kann man sich noch mal hochheilen. Ja, da würde ich mal ganz schnell machen. Ne? Ja, ich will mal sehen, wie stark ein Onix ist. Onix als eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Wow, es wirkt extrem stark. Alter. Ja, Fluch gescheitert. Fluch. Okay, das senkt die Geschwindigkeit. Onix hat jetzt nicht so eine hohe Geschwindigkeit, glaube ich. Wohl, ich glaube doch eigentlich schon, ne? Ja, ich will jetzt keine Puppe ja einsetzen. Ich habe mich sowieso da oben hoch, also. Ja, voll riskant hier, hallo. Danke. Ja, okay, kann man sich aber eigentlich schon denken, ne? Weiterentwickelt Pokémon und so. Pokémon, die allgemein größer sind, Glashonig oder Glashonig. So, du hast mich hochgehalten, ne? Ja. Okay. Hey, kriegt schon wieder was? Ich glaube nicht, dass ich irgendwie jetzt schon ausprobieren will. Ja, man, die sind dann voll stark, ne?
Da gehen wir mal reingucken. Du hältst 300 Watt. Also deiner Raids. Wenn du ein Dynamax Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, das zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du selten Items kannst, die sonst nirgendwo findest. Wilde Dynamax Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter fallen sie mehrere Attacken in Folge oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit anderen drei Trainern. Ja, das sehe ich jetzt mal nicht ein. Niederlage bei 4-mal Kampffähigkeit gewonnene Pokémon oder nach 10 gekämpften Runden. Mich mal allein kämpfen. Diesen Kampf wirst du bei anderen Trainern unterstützt. Ich habe doch gesagt, alleine kämpfen. Schmerbe erscheint. Sehe ich irgendwie Level oder so. Dürre vom Kuttel wirkt. Und dann hat sich das Dynamax irgendwas. Kämpfe ich echt gegen Raid Boss oder so. Das Ding macht uns wahrscheinlich voll fertig, ne? Pass auf. Deiner Erdstoß. Alter, warum gibt der mir die Option schon gegen die Dinger zu kämpfen? Toll gemacht, Horst. Ja, warum gibt er mir denn schon die Option, gegen die Dinger zu kämpfen, wenn wir keine Chance haben? Ja, wie viel macht das Schaden? Ja, pff. Ja, kann ich abbauen. Wie Flucht unmöglich. Oh. Das ist ja voll schwach. Warum geben wir mir schon die Option, gegen das Viech zu kämpfen? Also wie die Wirkung von, das geht mir alles zu schnell weg. Vor allem alles für ein Schmierbe. Ja. Ja, mach mal. Irgendwie greift er aber nicht an, oder doch? Ja. Er ist schon wieder down. Boah. Mann, Horst, streng mich doch mal an. Ja, wie soll man denn Abbildung schon schaffen? Kann ich mal abhauen? Das ist mir ein bisschen zu extrem, habe ich so ein Gefühl. Ah, keine Chance gegen das Ding. Oder vielleicht nicht. Ich krieg gar keinen Schaden. Aber ich habe da irgendwie nur so 10 Runden oder so Zeit, ne? Ja, okay, deswegen macht das wahrscheinlich so wenig Schaden. Ah, das könnte ein langer Kampf werden. Da glaube ich, der letzte Kampf für heute sein. Oder der letzte Part. Ich glaube, ich beim letzten Mal gesagt. Ah, da wird so was von drauf gehen wieder, pass auf. Okay. Dann mach mal, weiß ich nicht. Deiner Angriff, deiner Dunkel. Keine Ahnung hier. Such mal. Cool. Also mega krass, super. Cool. Na, was geht? Aber die kämpfen immer noch mit, gut.
Weiß nicht, was ich davon halten soll. Jetzt schon wieder auf den deiner Dunkel. So, weder macht keinen Schaden, das gibt's jetzt nicht. Ah, Spezialverteidigung ist gesunken, gut. Aber der Kuttel hat mal was gemacht. Ja, sowieso irgendwie keine Feuerattacke gekommen bisher. Ah, jetzt bin ich jetzt gleich tot. Autsch. Ja, genauso stark wie vorher, habe ich das Gefühl. Ja, die waren genauso viel Schaden wie ich. Ja, ich dachte irgendwie Verteidigung, warum irgendwie geht nichts drauf, außer ein Kuttel von Horst. Sag verdammt Horst. Wie macht das Viech nicht wirklich was? Ja, schon wieder gegen den. Horst, dein Kuttel ist kacke. Was ist das irgendwie so? Da stand ja auch irgendwie, du darfst nicht viermal K.O. gehen oder so, ne? Oder ist irgendwie so ein Zeichen dafür? Wenn der Kampf vielleicht zu Ende ist oder so, ne? Weil man muss ja auch einen Pokéball werfen oder irgendwie sowas. Ja, ne? Oh Gott. Kannst noch kein. Boah. Ja, komm. Spezialverteidigung ist down. Und das Ding ist auch leicht down. Oh Gott, jetzt sind wir alle tot, pass auf. Ne, nur ich. Boah. Dann zu regnen. Ich glaube, jetzt ist der Kampf vorbei, ne? Also all das für nichts. Wir sagen jetzt schon wieder, ich werde zusammen mit einem anderen Trainer in Dynarite machen. Ich habe eine gemacht, ich habe kläglich gescheitert. Haben wir schon abonniert? Okay, weil nicht. Ich glaube, das sollten wir jetzt noch nicht machen, ne? Wenn mir das ein bisschen zu krass ist, glaube ich. So. Gut. Heil mich bitte. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Oder laufen wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, da. Vielleicht sollten wir noch bis dahin laufen oder so, keine Ahnung. Ignorieren wir erstmal die Pokémon hier. Und versuchen. Mal zu gucken, was hier noch los ist. Vielleicht finde ich ja noch das eine oder andere Pokémon, das mich hier so ein bisschen anspricht, das ich haben will, das ich haben muss. Ist ja sich nur die gleichen Pokémon. Das ist ein Smeppo. Smeppo. Traurigste Abschied aller Zeiten. Hey, Dingenskirchen, den Jusk. So, ist wahrscheinlich voll stark, ne? 15, also stark, Mann. Boah. Okay, ein riesen Fan von Ninja Turm, also ne, von dem Viech kann man nicht abhauen. Mein Gott, warum musst du so langsam? Okay, ja gut, ist das Ding. Ich hoffe, er kann nur Trugschlag. Danke. Ja, Kugel ist schon wieder tot. Geil, ne? Ist voll drauf hier. In dieser Naturzone. So, gehen wir mal was. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber ja, ich scheine da zu sammeln, ne? Ich würde sagen, die Pokémon ignorieren wir alle, ne? Glaube ich überhaupt richtig? Das sieht irgendwie voll falsch aus. Da
Das ist eine Bucke, dass man darüber gehen will. Da kommt jetzt gleich ein Trainer, ne? Dann kriege ich nämlich voll auf die Nuss. Ja. Weiß ja nicht, welche Level die alle sind, ne? Ich kann jetzt nicht einfach auf die losgehen, habe ich so Gefühl. Nein, wer bist du? Schon wieder was für ein bisschen was haben? Für 100 Watt wäre ich breit, ja, hier bitteschön. Schon wieder 3 Perlen. Brrp. So, da ist ein Garados. Dann ein Felino. Jetzt spricht mir. Bis jetzt spricht mich aber auch nichts irgendwie so an, ja, was ich fangen will. Ich meine, ich werde die Dinger so oder so irgendwann fangen, also. Aber im Moment muss das nicht. Erst dann brauche ich mal vernünftige Attacken mit meinen Pokémon. Kuro ist noch relativ kacke. Die Natur zurück quillt geradezu über vor Energie, die man als Watt bezeichnet. An diesen Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon, ist das so wie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Ja. Okay. Wie kann ich dir helfen? WLAN. Oh. Heilball, Gedankengut. Ganz eiskalt Dinge kaufen. Hallöchen, Trainer. Wie ich sehe, ist die Welt des Pokécamping noch recht neu für dich. Wie? Man nennt mich übrigens den Camping King und ich sehe immer nach dem Rechten. Ich weiß, dass alle Anfang schwer ist, also kannst du mir rund ums Camping, Pokécamping ruhig Löcher in den Bauch fragen. Nö. Zeltfarbe ändern. Ich würde dann sagen, ich beende den Part hier, ne? Oder sollen wir da reingehen? Und wir gehen noch mal da rein. Mit Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwie bombardiert werden mit Cutscene. 32 Minuten, das ist schon ganz schön lang, ne? So. Da war ein kurzes Abenteuer hier, aber ja. Kommen wir mal irgendwann später drauf zurück, ne? Die laufen uns ja nicht weg, die Pokémon. Und da ist ein Pokémon Center ausgezeichnet. Engine City. Also das Gefühl, dieses Gebiet ist irgendwie so richtig hoch optional, irgendwie so was. Deswegen weiß ich nicht. Können wir ruhig warten. Also sind da viel zu viele Pokémon zu fangen, ey. Wenn ich die alle fangen würde, dann würde ich ja irgendwie viel zu hoch schießen im Level. Ich übertreibe, wenn ich sage, dass der Champion Galar quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an den Lippen und verfolgen alles, was er tut. Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte ziehen, um mich nicht zu verlaufen. So wie der Champ. Pokémon haben es echt nicht leicht. Erst müssen sie ganz klein machen, um in die Pokéball zu setzen. Und dann werden sie durch die Dynamaximierung riesengroß. Cool. Pico und Schiller haben einen wahren Putzfilm und nutzen ihre Schweif als Staubwedel. Hey, hallo. Hier bist du eher hingekommen als ich. Das Bild von diesen einen Dingen. Was ist durch die Naturzone geschafft? Was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt ziemlich erschöpflos. Gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Five. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Was? Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind natürlich Gerät für Trainer. Den kannst du unter anderem das Design deiner Liga-Karte individuell gestalten. Hast du doch einfach ein bisschen an deiner Liga-Karte herum. Hast einen kreativ freien Lauf. Wer ist die Liga-Karte von Deleon? Was? Die ist doch nicht Deleon. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Das ist deine Liga. Ja, okay. Ich gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir bestimmen nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zu sorgen, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Eröffnungsziehung, das weckt Erinnerung. Weißt du, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe, Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch.
Okay, ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier. Und warte nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier Engine City erkunden und weitermachen. Ja, ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ja, dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.